Hallöchen, Leute. Und ja, was ihr hier seht, ist jetzt nicht mein neues Retro-Projekt, sondern das ist ein ganz besonderes, kleines, kurzes LP. Und zwar ist das 550-Abo-Geschenk von der Mrs. Nomnom HD hier auf YouTube. Ja, das Mädel hat mir tatsächlich etwas geschenkt. Es sollte ursprünglich das 500-Abo-Geschenk sein, pünktlich zu meinen 500 Abonnenten, aber dann ging das doch so schnell, dass sie das nicht rechtzeitig geschafft hat. Hat es dann einfach als 550-Abo-Geschenk mir überreicht. Ich durfte es auch nicht anspielen, bevor ich diese 550 Abos erreicht hatte, und habe ich auch nicht getan. Und als es dann soweit war, habe ich das Spiel gespielt und ich möchte das jetzt hier noch einmal mit euch teilen, denn ich fand es einfach so niedlich, dass ich euch das unglaublich gerne zeigen möchte. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Und natürlich diesmal ohne Webcam, denn ich finde, ihr sollt das Spiel einfach sehen. Und außerdem werde ich das auch in einer ziemlich kleinen Auflösung hochladen. Und da passt die Webcam einfach nicht so rein. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an und ich zeige euch mal, was es hiermit auf sich hat. Die Mrs. Nomnom hat das Spiel übrigens im, um das nochmal vorher kurz zu sagen, mit dem RPG-Maker erstellt. Da sage ich aber nachher auch nochmal was zu. Wir fangen jetzt erstmal direkt an. Hoffentlich vergesse ich das gleich nicht zu sagen. Egal, wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Hey Mata, viel Spaß beim Spielen. Ich hoffe, es gefällt dir. Liebe Grüße, Mrs. Nomnom. So, ja, es hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, kann ich schon mal sagen. Und wir legen mal los. Die Party ist der Hammer. Ich hol mir noch einen Drink. Wollt ihr auch was? Nein, danke. Ich habe keine Lust mehr. Wahrscheinlich lege ich mich jetzt hin. Ach komm schon, ich kann die Leute jetzt nicht rausschmeißen. Mach was du willst, ich leg mich hin. Gute Nacht. Gute Nacht, Spielverderber. Ja, das bin übrigens ich. Ja, der Spielverderber. Nur noch die Kette ablegen und dann ins Bett. Ich bin hundemüde. Ja, ich bin die Spielverderberin. Ja, die Miss Nomnom hat hier auf jeden Fall einige Figuren eingebaut. Das fand ich auch sehr schön. Aber werden wir ja gleich nochmal sehen. Schnarch. So. Ich glaube, jetzt kann ich mich bewegen. Jetzt kann ich die Figur steuern. Was für eine Party. Ich sollte als erstes mit Björn sprechen. Ja, machen wir das doch. Hier liegt überall Müll rum. Das hat sie sehr schön getroffen. Aber so groß ist mein Wohnzimmer allerdings nicht, liebe Mrs. Nomnom. Ich bin dann doch nicht so reich, aber schön wär's, ne? Also wäre schon super. So, ich glaube, das hier ist der Björn. Hey, hast du gut geschlafen? So, jetzt können wir hier uns überlegen, was wir denn antworten. Letztes Mal habe ich das Unterste geantwortet, jetzt antworte ich mal was anderes. Machen wir doch mal. Räum gefälligst auf. Ja, Maus, mache ich nachher. Kümmer du dich mal um die Katze, sie sitzt die ganze Zeit vor deiner Schmucktruhe und mauzt. Ja, dann machen wir das doch. Wir gehen mal zur Katze. Und das fand ich übrigens auch sehr süß hier. Motoko hat nichts gemacht. Motoko war braves Kätzchen. Kriegt Motoko Leckerchen? Ja, das ist die liebe Motoko hier. Eine weiße Katze, die wohl anscheinend mir gehören soll. In Wirklichkeit besitze ich die liebe Motoko natürlich nicht und sie ist auch nicht mein Haustier. Aber ich fand die Idee sehr süß. Das hast du auf jeden Fall sehr schön dir ausgedacht. Ja, okay. Ich würde sagen, wir gucken mal hier in das Schmuckkästchen. Mist, die Kette ist leer. Die Kiste ist leer. Wo ist die Kette?
Jemand muss sie bei der Party gestern gestohlen haben. Na warte, den kriege ich. So, jetzt müssen wir erstmal hier, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir denjenigen finden, den Dieb, der hier uns die Kette geklaut hat. Na sowas, ne? Wer ist das? Mama sagt immer, egal was du machst und wo du hingehst, geh vorher zum Laden und rüste dich aus. Solltest du auch tun. Ja, das machen wir auch gleich mal, aber erst gucken wir hier noch ein bisschen rum. Hier fliegt ein Schmetterling, hier haben wir ein schönes Feld und wir haben hier auch einen Teich mit Seerosenblättern. Und was haben wir hier? Eine Kiste? Oh, du hast 100 Goldstücke gefunden. Das ist ja was. So, was haben wir denn hier? Ah, wir haben noch ein Mädel. Ach, das ist, genau, das war eine der Partygäste. Die Party gestern war so cool. Sowas sollte es öfter geben. Aber ich glaube, Anton hat es ein bisschen übertrieben. Der schläft immer noch. Ja, den lieben Herrn Anton hat die Mrs. Nomnom hier auch eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob er von seinem Glück schon weiß. Wenn nicht, ja, vielleicht erfährt er es ja noch. Hallo, meine Gute. Du siehst aus, als suchst du etwas. Ja, ich habe etwas sehr Wertvolles verloren. Ich glaube, es wurde gestohlen. Ja, mit Wertsachen sollte man aufpassen. Gerade eben war hier ein junger Mann mit einer goldenen Kette in der Hand. Er sagte mir, sie wäre für seine Liebste ein prächtiges Stück. Das ist garantiert meine. Wo ist er hingegangen? Er stieg in das Loch hinter dem Teich. Was auch immer er da wollte. Es sah eilig aus. Ja, dann werden wir da auf jeden Fall gleich mal hinterher stiefeln. Aber zuerst suchen wir uns noch, genau, rüsten wir uns mal aus. Denn die liebe Mrs. Nomnom hat hier auch einen Shop für uns hinterlassen, wo wir uns ausrüsten können. Und da müssen wir hier mal mit der guten Dame sprechen. Hallöchen. Herzlich willkommen. Möchtest du etwas kaufen? Ja, möchte ich. Ich möchte... Wir haben 600 Goldstücke. Das Ganze hier erinnert mich auf jeden Fall auch sehr an Pokémon, muss ich sagen. Ja, wir haben 600 Goldstücke. Wir kaufen auf jeden Fall mal, Medizin. Dann kaufen wir... Was haben wir denn? Halt jede Krankheit belebt dich. Ja, gute Medizin kann man immer gut gebrauchen. Und... ein Federhut können wir hier kaufen, wie Robin Hood ihn hatte. Ja, hier könnte man sich jetzt eigentlich auch ein Schwert zulegen. Habe ich jetzt ganz vergessen, dass man das tun kann. Gut, jetzt haben wir uns dafür mit Medizin eingedeckt. Kann man denn... Ich weiß gar nicht. Moment. Kann man denn Sachen auch wieder für den gleichen Preis verkaufen? Nein, kann man nicht. Schade. Aber ich mache das jetzt trotzdem mal, auch wenn es sich jetzt nicht wirklich rentiert. Und wir kaufen mal hier das Schwert. Weil mich würde das mal interessieren, weil ich habe das nämlich ehrlich gesagt beim ersten Durchlauf gar nicht gemacht. Da habe ich nämlich gar keine Waffe gekauft. Deswegen probiere ich das jetzt mal aus. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier in das Loch hinunter. Na dann mal los. Ich habe jetzt schon keine Lust. Was zum... Das ist ein Schild. Vielleicht hilft mir das weiter. Sieht aus, als hätte jemand Jahre damit verbracht, die Höhle mit Stein zu verkleiden. Komisch. So, Viecher. Leute, Viecher. Du hast es gewagt, hier hinabzusteigen. Nun wirst du bezahlen. Oh, wir werden direkt angegriffen. Spinne erschienen. Oder erscheint. Ja, wir versuchen mal zu kämpfen. Ich hoffe, dass das Schwert uns jetzt auch was bringt. Wir haben einen Heal und wir haben einen Quick Move. Das ist hier leider nicht übersetzt worden. Ich weiß nicht, ob die Mrs. Nomnom das nicht mehr geschafft hat oder vergessen hat oder ob das so gewollt ist, aber ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir greifen jetzt einfach mal Spinne A an. Ja, Mensch. Unser Schwert haut ganz schön zu. So, Spinne B. Tschüss, Spinne B. So.
Atta hat gewonnen. 26 XP und 58 Gold erhalten wahrscheinlich. Genau. Und wir versuchen jetzt mal den zweiten Kampf zu vermeiden und gehen mal hier weiter. Denn wir sind ja auf der Suche nach dem Kettendieb. Naja, in Wirklichkeit trage ich gar nicht irgendwelchen wertvollen Schmuck. Ich trage ab und zu Ketten, aber das ist auf jeden Fall nichts Wertvolles. Oh nein. Schnell aufmachen. Ich habe Cola gefunden. Oh, Cola trinke ich gerne. Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier vorbeikommen oder ob wir hier überhaupt vorbei wollen. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen auf jeden Fall hier lang, glaube ich. Ja, sie hat hier auf jeden Fall ein paar sehr nette Labyrinthe gebaut. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Dauert auch ein Weilchen, bis man hier durch ist. Aber wir sind ja klug mit K und wir kommen hier auf jeden Fall weiter. So, ja, V-Sync hat das Spiel leider nicht. Ich hoffe, das ist halbwegs in Ordnung anzusehen für euch. Und ja. Ja, die Mrs. Nomnom hat mich übrigens auch 100 Goldstücke gefragt. Zum Beispiel mit dem, als sie hat ja auch Björn eingebaut und hat mich dann zum Beispiel gefragt, wie Björn mich immer nennt. Und dann habe ich ihr das halt gesagt, dass er mich Maus nennt. Und das stimmt auch, falls ihr euch das immer schon mal gefragt habt, ob wir irgendwelche Kosenamen füreinander haben. Ja, die haben wir. Björn nennt mich Maus. Da haben wir uns irgendwann mal drauf geeinigt. Ich mag Mäuse doch so gerne. Die sind so süß und klein und ich will nicht sagen, dass ich süß bin, aber immerhin bin ich klein. Also passt das zu mir. So, ja, wir kämpfen gegen die Spinnies. Bam, und sie ist tot. Ja, auf jeden Fall bringt das Schwert schon ein bisschen Schaden in die Bude. Im Vergleich zu kein Schwert, weil beim ersten Mal habe ich irgendwie mit den Fäusten auf die Viecher eingehackt. Das, ja. Die werden übrigens auch gleich noch ein bisschen stärker. Da hat die Mrs. Nomnom auf jeden Fall drauf geachtet. So, und wir treffen auf den Kettendieb. Du hast es also geschafft, Mutter. Das überrascht mich nicht. Was? Wer bist du? Was willst du mit meiner Kette? Das wirst du noch früh genug erfahren. Okay, warte, ich will keinen Stress. Also gib mir einfach meine Kette. Dann bin ich wieder weg. Ich werde jetzt mal verschwinden, aber ich lasse dich nicht allein. Keine Sorge. Ich denke, mein Freund, meine Freunde kennst du ja bereits. Oh oh. Schnell, hinterher! Oh mein Gott. Oh, scheiße. Ratte erschien. Oh, die sind aber stachelig. Ja, ich würde sagen, es ist auch gleich mal Zeit für einen Heal. Aber erstmal kämpft man nochmal gegen die Ratte. Aber die halten auch nicht so viel aus. Oh, die haben mich nicht mal getroffen. Und nochmal angreifen und zack. Sehr schön. Ja, was übrigens, also der erste, wenn das zwei Gegner sind, der erste, der verschwindet leider nicht. Aber, ja, das sind halt nur so ein paar Sachen, die... Oh, was haben wir hier? Eine Spitzhacke. Kommen wir hier durch? Ja. Hier geht's weiter. Oh, was ist das? Wo zum Teufel ist der hin? Vielleicht hat er dieser Stein was damit zu tun. Ja, ich habe das übrigens das erste Mal nicht für einen Stein, sondern für einen Baum gehalten. Ich habe mich sehr gewundert, was für ein Stein das sein sollte. Aber wir gehen da jetzt einfach mal hin. Hallo, Mutter. Mein Name ist Elori. Ich bin der Geist dieses Steins. Ich kann Eloris Stimme nicht nachmachen und ich versuche es auch gar nicht. Also, sie klingt anders, als sie wirklich klingt. Also, ich gebe ihr da mal jetzt eine eigene Stimme. Also, nicht beleidigt sein, Elori. Wenn du möchtest, kann ich dich zurück in das Dorf teleportieren. Kehre nach Hause zurück und rüste dich für den Kampf. Welchen Kampf? Hey! Ich sollte mal schauen, was Björn so macht. Hoffentlich hat er aufgeräumt. Na, ich habe ja Probleme, Mensch. Ich soll doch hier den Typen bekämpfen und nicht gucken, ob Björn aufgeräumt hat. Naja. Ja, wir haben jetzt ja auch wieder ein bisschen Geld. Dann können wir nochmal in den Shop gehen.
und noch mal ein bisschen was kaufen. 280, ja gut. Ein Stahlhelm. Plus 0. Okay, bringt uns das was? Okay, gute Medizin. Dann kaufen wir eben noch. Was macht denn... okay, MP. Kaufen wir nochmal Medizin. Kann ja nicht schaden. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wirklich nach Hause und schauen mal, ob der liebe Björn aufgeräumt hat. Dum-dum-dum. So. Lalalala. Ach, so idyllisch. Idyllisch vor allem. Idyllisch, Alter. Das ist ja voll idyllisch hier. Idyllisch ist es hier. so. Was? Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Ich hoffe, hier kann man nicht noch irgendwas finden oder so. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht geguckt. Aber sieht nicht so aus. Ja, hier haben wir eine Vorratskammer und hier haben wir die Küche. Sehr geräumig alles auf jeden Fall. So, Björn. Hallöchen. Martha, da bist du ja. Du glaubst nicht, was passiert ist. Hey, 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 ganz ruhig, Tiger. Was ist los? Motoko war vorhin spazieren. Sie kam nach circa einer halben Stunde mit einem Brief im Maul wieder. Ich habe ihn dir ins Zimmer gelegt. Er schien an dich gerichtet zu sein und war nicht gerade nett. Lies ihn bitte. Okay, dann schaue ich mal. Tu das. Motoko ist wieder rausgegangen. Bei dem Wetter würde ich das auch gerne. Konnte aber nicht, weil ich aufräumen musste. Oh, einmal eine Runde Mitleid für den armen Björn. Ja, ja, ja. Danke, Schatz. Tschüss. Ja, so ungefähr. Läuft das auch immer? Nein, natürlich nicht. Wir haben uns ganz doll lieb. Der Brief. Hallo, Martha. Du scheinst noch nicht genug Freunde von mir zu kennen, sonst würdest du mich nicht suchen. Aber keine Sorge, ich habe noch genug Leute, die dich gerne kennenlernen würden. Also hör auf, mich zu suchen oder ich muss härtere Geschütze auffahren. Du wirst deine Kette nie wiedersehen. Finde dich damit ab. Der Absender ist Gregor Onkenstein. Kommt mir bekannt vor. Trotzdem muss ich meine Kette wieder haben. Kannst du vielleicht noch in die Stadt fahren? Wir haben kein Waschpulver mehr. Ja, kann ich machen. Kein Waschpulver mehr, natürlich. Wir benutzen übrigens kein Waschpulver, sondern wir benutzen Waschgel, ja, flüssiges Waschmittel. Ja, Gregor Onkenstein, ja, ich denke mal, ihr wisst, worauf das hier hinausläuft. Das Spiel heißt übrigens, habe ich gar nicht gesagt, Schande über mich, das könnt ihr auch gar nicht sehen, weil das nur oben im Fenstertitel steht. Das Spiel heißt, es ist nicht alles Gronkh, was glänzt. Ich finde den Titel übrigens sehr genial und ja, also das zeigt ja auch schon so ein bisschen, was dahinter stecken soll. So, und weiter geht's. Wann hat denn hier das letzte Mal einer den Rasen gemäht? Furchtbar, dieses Unkraut. Ja, sieht aus wie bei uns im Garten. Und es wird dunkel. Na super. Ich hätte morgen losgehen sollen. Verdammt. Nein. Naja, egal. Ich bin kein kleines Kind mehr. Also los. Okay. Hallo, Martha. Was? Woher kennst du meinen Namen? Und seit wann können Wölfe sprechen? Das ist nicht wichtig. Ich bin hier, um dich zu warnen. Meister Onkenstein hat mich geschickt. Wenn du kämpfen willst, bin ich bereit. Nein, will ich nicht. Aber überleg dir gut, ob du hier lang gehen möchtest. Wuff, wuff. Es liegen Überraschungen auf deinem Weg. Böse Überraschungen. Du machst mir keine Angst. Verschwinde, du Köter, und sag deinem Meister, ich bin unterwegs, um ihn in den Arsch zu treten. Nein, um ihn den Arsch aufzureißen. Wie du willst. Uff. Na, das war ja ein guter Versuch, uns aufzuhalten, aber wir lassen uns doch nicht von so einer schäbigen Flohschleuder hier aufhalten. Stadt. Ich sollte lieber in den Wald. Ja, da wollen wir auch hin. Wald. Irgendwas zieht mich in den Wald. Eine dunkle Macht. Genau. Ah, schön. So ist es ja auch immer in den Spielen. Was ist mit dem Wald passiert? Vor einer Woche hat er noch geblüht wie nix. Und jetzt sieht er aus, als hätte er gestern mit uns gefeiert.
Das habe ich letztes Mal gar nicht gerafft. Cool. Ich sollte auf dem Weg bleiben und speichern. Kann man eigentlich speichern? Habe ich letztes Mal auch nicht gemacht. Machen wir einfach mal. Status. Yes. Ausrüsten. Ausrüstung. Ah, okay. Hier sehen wir. Ah, wir haben schon einen Stahlhelm auf. Interessant. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und hier haben wir übrigens auch noch eine Kiste. Vielleicht finden wir da noch was Schönes drin. Medizin, ja, die können wir bestimmt gebrauchen. Und ja, hier gehen wir weiter. Oh, eine zweite Etage Wald. Beziehungsweise Etage wohl eher weniger. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch irgendwo eine Kiste haben, aber ich hoffe mal, dass ich hier nichts übersehen habe. Eine riesige alte Burg mitten im Wald. Ganz plötzlich. Na, ich würde sagen, rein da. Ja, ab geht's. Die Tür ist zu. Und ich denke, klopfen ist keine gute Idee. Vielleicht finde ich einen anderen Weg. Ein Loch oder so. Ja, genau. Erstmal in die Löcher kriechen hier. Au, verdammter Mist. Okay. Wir versuchen einfach ganz schnell... Oh. Wir versuchen hier einfach mal ganz schnell auszuweichen. Okay, wir haben es geschafft. Ja, die Viecher, die folgen uns. Allerdings sind die nicht besonders schlau. Das heißt, wir können ihnen halbwegs ausweichen. Ja, die Kiste hier lasse ich mal gerade außen vor. Ah. Zombie. Wie ist der hässlich? Ja, wir kämpfen mal und wir nutzen auch gleich mal einen Heal. Im Idealfall. Oh, der haut ganz schön zu, der Junge. Oh, 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 oh. Ach toll, wir haben den Zombie nicht getroffen. Oh nein. Ja, gut, dann werden wir gleich mal unseren ersten Trank schlucken. Zack. Oh Gott, haut der zu. Ja, egal. Wir kriegen das schon hin. Ha, tot ist er. Schön gemacht. Alles klar. Ich hoffe, das ist jetzt hier auch der richtige Weg, sonst ist es ein bisschen ärgerlich. Doofen Skelette hier. Okay, ich denke mal, wir müssen gleich nochmal kämpfen. Adrenalin wurde gefunden. Ja, und wir müssen wieder kämpfen gegen einen weiteren Zombie. Zombie. Ja, leider haben wir ihn nicht mit einem Mal töten können. Aber jetzt ist er tot. Sehr schön. So. Ja, dann geht es weiter. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube, unten war... Oh Gott, hier sind gleich zwei von den Viechern. Na, hervorragend. Ich hoffe, das überleben wir. Und ein weiblicher Dämon. Oh mein Gott. Dass ich hier gegen mich selbst kämpfen muss, hätte ich ja auch nicht gedacht. Kommt schon, der war gut. Belebt dich aus einem K.O. Okay. Gute Medizin. Was macht die Cola? Oh, die heilt uns komplett. Ja, das kenne ich. Wenn man sich einmal scheiße fühlt, einfach einen Schluck Cola saufen und alles ist ja gut. So, weiblicher Dämon. Oh nein. Scheiß Dämon, ey. Ja, die Alte hält ganz schön was aus. Fähigkeiten hier. Ich hoffe, das hat uns jetzt... Oh. Okay, ja, eigentlich müssten wir uns den Kram noch aufheben. Was bedeutet Guard? Keine Ahnung. Oh, okay. Oh, jetzt sind wir aber gleich wirklich tot. Okay, ja. Wir müssen die Medizin benutzen, das bringt nichts. So, du blödes Viech. Jetzt stirb aber. Ja, danke schön. Und jetzt gleich den nächsten bekämpfen hier. Ja. Hoffentlich ist der nicht auch so stark. Ah, es ist nochmal die gleiche. Blöde Succubus, ey. So. Wenn die jetzt nicht critical hittet. Ja, alles klar. Sehr schön. Ja. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt hier halbwegs durch und müssen nicht nochmal kämpfen.
Universalmedizin, das klingt auch sehr gesund, sehr gesund. Breitbandantibiotikum quasi. Mata, was tust du hier? Ach nix, ich muss noch Waschmittel holen, muss die Katzen füttern, das Haus saugen. Und jemandem meine Kette aus seinen toten, kalten Griffeln reißen. Du bist tapfer, liebe Mata. Trotzdem dumm von dir. Gregor Onkenstein ist zu stark. Ich würde dich zurück ins Dorf bringen, aber... Aber? Das Böse hier ist zu schwach. Diese Steine werden hier nur zum Teleportieren benutzt. Meine Magie braucht hier keiner. Gerade der Meister hat genug Energie. Ich kommuniziere durch die Steine nur, auch wenn Gregor Onkenstein das nicht gut findet. Gregor Onkenstein... Gronk! Heiliges Wombat! Ist das etwa... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer Meister Onkenstein ist. Und ich will auch nicht wissen, was dieses Monster vorhat. Ich mach den jetzt platt. Dann mache ich ein Video für YouTube. Dann stirbt er gleich doppelt. Ja, genau. Pass auf dich auf, Mutter. Pass auf dich auf. Ja, danke, Elori, aber wir kriegen das schon hin. Wir haben Zauberwasser gefunden und, Video für YouTube ist auf jeden Fall schon passiert. So, wir speichern. Und ich weiß nicht, da geht's lang. Genau. Und jetzt müssen wir dem Gregor Onkenstein... Okay, was macht der da für Geräusche? Mon, mon, mon! Astab, astab, azip, azip! Mon, mon, mon! Was auch immer du da tust. Halt, stopp! Das Spiel ist aus, Gronk. Ich weiß alles. Gronk? Hast du mich Gronk genannt? Lass meinen Bruder aus dem Spiel. Dein Bruder? Das Klischee einer tollen Familie. Es gibt immer einen Verstoßenen. Ich wurde nie akzeptiert. Aber du bist nicht hier, um Psychiater zu spielen. Sondern? Um zu sterben. Durch dich? Na dann komm her und hol dir deine Portion aufs Maul. Ich mach mir doch nicht die Finger schmutzig. Sobald ich diese beiden Drachen hier mit Hilfe deiner Kette beschworen habe, bist du dran. Mon mon azip. Zip zip. Wie viele Drachen hast du schon beschworen? Einen. Wieso? Dann kämpfen wir jetzt. Oh, clever. Gregor Onkenstein erschien. Drache erschien. Jau, okay, wir sind halb tot. Wir müssen erstmal... Okay, Ich weiß ja nicht. Erstmal das Zauberwasser verwenden. Ich hoffe, die hauen jetzt nicht zu doll zu. Oh, oh. Oh, ich bin tot. Na super. Verdammt. Game over. Oh nein. Ich hoffe, das Spiel beendet sich jetzt nicht, weil dann... Okay, nee, wir können laden und das tun wir auch. 23 Minuten läuft das jetzt schon. Ach du Schande, ich wollte, sollte eigentlich kurz werden. So, ich würde mal sagen, wir machen das Ganze einfach nochmal. Und, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt... Ob wir die Medizin auch hätten verwenden können, bevor wir, angefangen hätten zu kämpfen. Okay, ja, komm, dann schmeißen wir mal die Mega-Medizin. Zack. Oh, oh. Okay, diesmal haben sie nicht so doll zugehauen. Okay, dann erstmal den Gregor selbst bekämpfen hier. Au, Schmerzen. Oh, oh. Ja, erstmal Cola. Cola saufen. Soll ich auch tun? Es ist nämlich schon 2 Uhr nachts. Ich hoffe, dass er jetzt stirbt. Ja, schön, er ist tot. Aber er greift trotzdem an. Warum auch immer, keine Ahnung. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nur noch das Zauberwasser. Warum darf er noch angreifen, wenn er tot ist? Ich verstehe das nicht.
Oh Gott. Okay, wir versuchen das jetzt mal anders. Letztes Mal habe ich mich nicht so schwer getan. Ja, Mrs. Nom Nom, dein Spiel ist gar nicht so einfach. Fähigkeiten. So, wir haben uns jetzt erstmal geheilt. Jetzt speichern wir nochmal und machen das Ganze nochmal. So, Mann, bla bla bla, alles wegdrücken. Und jetzt schaffen wir das aber, hoffe ich. Uiuiuiuiuiui, du forderst mich hier, ja. Wir könnten aber auch erstmal Guard benutzen. Vielleicht bringt das was. Auf lange Sicht. So, Gronkenstein. Oh nein. Okay, der Guard schilft anscheinend auch nur einmal. Das ist... Ups! Jetzt habe ich einen Riesenfehler gemacht. Ach du Schande. Ja. Erstmal heilen. Oh Mann. Ha, ich bin ausgewichen. Sehr gut, Mutter, sehr gut. Na komm schon. Die hauen aber auch zu. Das ist echt gemein. So. Warum darf er denn nochmal angreifen? Ach Gott. Item. Cola saufen. So. Warum habe ich mich jetzt zweimal erholt? Ich weiß es nicht. So, Drache. Okay, der Drache hält nicht so viel aus. Hätte ich auch den erst töten können. Na egal. Wir sind durch. So musste es wohl ausgehen. Doch ich werde wiederkommen. Irgendwann. Juhu. Auf Mathe. Auf Mathe. Maus? Ja, Schatz? Warum warst du so drauf versessen, deine Kette wiederzubekommen? Es ist eine Kette. Ja, eben, es ist nur eine Kette. Ich hätte dir eine neue geschenkt. Aber sie ist was Besonderes. Warum denn? Ist sie wertvoll? Ich weiß es nicht, aber der Typ hat damit Drachen beschworen. Sie muss wertvoll sein. Tss, Frauen. Es ist nicht alles Gronkh, was glänzt. Produziert und übersetzt von Mrs. Nom Nom HD mit dem RPG Maker VX. Miserable Übersetzung. Haha, ja. In den Hauptrollen. Matta als Matta, Björn als Björn, Fresh Anton als Typ, der zu hart gefeiert hat, Motoko als Motoko oder auch Mattas Katze, Elori als Elori, der Steingeist und nicht zu vergessen Gronkh als der Böse, der aussieht wie Gronkh und auch so ähnlich heißt, aber nicht Gronkh ist. Sehr schön. Alles Gute zu 550 Abonnenten. Mach weiter so, du bist super. Danke fürs Spielen, ich hoffe es war nicht allzu schlimm. Beim ersten Mal habe ich ein bisschen weniger lange gebraucht, aber macht ja nichts. Ja, Leute, das war das 550-Abo-Geschenk von der lieben Mrs. Nom Nom. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal an dich. Ich habe mich sehr gefreut über das Geschenk. War übrigens auch mein allererstes Geschenk, also Zuschauergeschenk überhaupt. Und ja, du hast mich damit irgendwie sehr... Ja, wie soll ich sagen? Du hast mich damit sehr überrumpelt. Also, ja. Also, ich weiß gar nicht. Oder laber ich jetzt Müll? Also, falls ich jetzt irgendwas vergessen habe, Zuschauergeschenkmäßig. Doch, es gibt noch ein zweites. Das werde ich übrigens auch bald vorstellen. Aber ich verrate noch nicht, was es ist. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das Video ist ziemlich lang geworden, weil ich mich auch ein bisschen dumm angestellt habe. Aber ja, hinterlasst doch der Mrs. Nom Nom HD auf ihrem Kanal eine Nachricht. Abonniert sie, wenn euch gefällt, was sie tut. Das Mädel weiß auf jeden Fall zu unterhalten, kann ich euch nur sagen. Sie ist sehr, sehr schlagfertig und auf jeden Fall auch sehr, sehr witzig, denn sie ist ja auch Let's Playerin. Hätte ich auch mal erwähnen sollen. Und sie hat ein Projekt am Laufen, ein RPG-Maker-Projekt. Und zwar will sie mit ihren Zuschauern zusammen ein Spiel designen, mit dem RPG-Maker. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mitmacht. Ihr habt ja gesehen, was sie drauf hat. Und sie meinte sogar, sie wird das neue Projekt noch viel, viel besser machen als das hier, obwohl das hier ja auch schon toll war. Und ja,
Leute, wie gesagt, geht auf ihren Kanal, ich habe das mal verlinkt. Und lasst ein Abo da oder halt einen netten Kommentar. Sie wird sich auf jeden Fall freuen. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.